Also mit den Frauen und dem Alkohol ist so eine Sache, ja. Ich finde ja die Frauen ganz lustig, nett und lieb und so. Und die mich auch, ja. Und die denken, oh, der Sänger, die Showwelt, ja. Und vergessen, ich bin Mensch, ja. Ich sag auch mal, scheiß Regen. Und schau mal wieder die Sonne. Scheiß Sonne, hoffentlich regnet es mal wieder, ja. Und das vergessen die alle. Die denken immer hier, so Schlagersänger da, gell. 50 Stunden für die Madame auf der Bühne stehen, ja, rumsingen, ja, und so weiter. Und das ist, dann gibt es nach kurzer Zeit halt immer wieder so Problemchen, ja. Und dann denke ich, oh, ich kann die Frauen nicht mehr so ertragen und so, und dann trinke ich mir ein, ja. Dann gehe ich nach Hause, da guckt sie mich dann komisch an, da gibt es ein bisschen Zirkus. Und dann gehe ich wieder weg und trinke mir ein, ja. Und dann denke ich, gut, jetzt komme ich klar mit der, ja. Jetzt kann ich gut mit der reden. Alles schön und gut. Ich mache keinen Zirkus, ja. Und dann ist die Madame nicht zu Hause, ja. Und so ist es halt. Die denken halt immer hier, Showwelt, Scheinwerfer und und vergessen halt, dass man auch irgendwie Mensch ist, ja. Oder auch mal vielleicht was trinkt oder ein bisschen komisch ist, ja. Und die, ja, ich kann halt nicht immer mit der hier so Mäusespiele fangen da machen, ne? Hab ich auch keine Lust drauf, da der Fingernägel lackieren, ne? Lockenwickler eindrehen. Auch keine Lust drauf hier, ja. Und deswegen gibt es halt immer wieder so Sachen mit den Frauen, ja. Ja, gut, gibt ja auch genügend Frauen, ja. Man muss ja nicht immer nur eine haben oder bei einer bleiben, oder? Ja? Ist ja auch so eine Sache. Ich trinke ja auch nicht nur ein Glas Alkohol, Bier oder sowas und dann sag ich, gut, jetzt habe ich mein Glas getrunken, jetzt trinke ich nichts mehr. Nö, mach ich nicht. Ja. Ja, also, warum soll ich da mit der Frau anders sein, oder? Ja? Ja. So, also, bis dann hier, du. Ciao, mach's gut. Adios. Bis dann. Oh, Mann, ey.